Wie gesagt, der Grundgedanke ist das, was ich im Buch von Dan Rome auf der Serviette erklärt habe, gelesen habe. Und er nennt das die 6x6-Regel, by the way. Und die Regel besagt eben, dass sechs grundlegende Nervenbahnen, dass es sechs grundlegende Nervenbahnen gibt, mit deren Hilfe das Gehirn Bilder verarbeitet. Und demzufolge gibt es auch sechs entsprechende grundlegende Bilder, mit denen man etwas visuell erklären und auch verstehen kann. Und wenn jetzt da das Systembrett hernimmt, dann und diese sechs Punkte durchgeht, dann merke ich, wow, das ist sehr ganz hirnlich. Ja? Der erste Punkt ist nämlich, dass, also vielleicht grundsätzlich, das Tolle ist, diese sechs Nervenbahnen kannst du mit den sechs W-Fragen, die wir aus dem Grammatikunterricht kennen, direkt in Verbindung bringen. Also wer, was, wie viel, wo, wann, wie und warum. Genau. Das erste ist eben wer oder was. Das wäre jetzt da die Figur und die wird auch benannt. Ja. Das zweite wäre wie viel. Ja, wie, also die Quantität, auch die visualisieren wir und auch das kannst du am Systembrett wunderbar abbilden. Das Ja, dritte, entweder Monad. über die Größe oder über die Anzahl, ne? Anzahl, Größe, Mhm. genau. Möglicherweise sogar mehrere Systeme. das dritte, Nonat, das ist sowieso das Grundlegende am Brett, ist das Wo. Ja, dieses Verorten, ja, und das vierte, zum Ort, zum Raum, kommt dann noch die Zeit dazu. Und das ist das Wann. Wann findet das Ganze statt? Also du kannst direkt, wir können eben zeitliches nur räumlich denken. Übrigens, das Kleinhirn ist das Hirnareal, wo das gedacht wird. Und der Klassiker ist ein Zeitstrahl. Also wir können unglaublich gut Zeit dann deuten, wenn wir das auf einen Zeitstrahl einordnen. Zum Beispiel ist es irrsinnig schwierig, Zeit zu deuten, wenn du nur Zahlen siehst. Digitale Uhr beispielsweise. Aber die Uhr mit dem Zeiger, das ist wieder was Räumliches. Dann kannst du wieder viel besser wahrnehmen und verorten und mit, also Zeit denken im letzten Endes. Du Und sagst, Zeit. dass wir Zeit eigentlich als ein räumliches Konstrukt verstehen Genau. müssen, weil wir uns sonst Zeit, wir haben einen Zeitstrahl. Also irgendwas ist davor und irgendwas ist danach. So, und so wird Zeit Genau. konstruiert, sagst Ja. du. Und beim Wo hast du mir auch gesagt, wo ist es jetzt? Wo stehen die Dinge? Davor, dahinter, daneben, dazwischen? Links, rechts, oben, unten, Ja. dazwischen. Genau. Also da geht es um Objekte und ihre Beziehung zueinander eben auch. Aber in dem Fall halt räumlich, im Wo. Dahinter, davor, daneben, leicht verrückt. Ja. Also das ist ja so spannend, was die Menschen, die mit dem Systembrett arbeiten, welches Vokabular das sie auch benutzen, um zu beschreiben, wenn sie den Ort der Figur beschreiben eben. Ja. Das Allah sagt ja schon viel aus. Und da wäre genau dieses Hirnareal aktiv. Genau, Das fünfte wäre jetzt noch das Wie, genau. Also da geht es um den Ablauf. Ja. Prozesshaft zum Beispiel, von A nach B. Im Kreis, spiralförmig, wie auch immer. Möglicherweise auch das Wie, jetzt gar nicht nur zeitlich, wann ist welche Figur auf das Brett gekommen, sondern dann auch, wie hängen die zusammen? Ja, also da sind wir dann auch beim Thema Beziehung. Und die ist ja in Systemen überhaupt das Relevanteste. Wie stehen diese Figuren zueinander? Wie stehen die Themen zueinander? Die Figur, die Personen zu den Themen, zu den Qualitäten etc. Das ist alles dieser fünfte Bereich. Wie? Ist es noch, gehört auch der Teil Blickrichtung dazu? Also wo wird Aufmerksamkeit geschenkt? Ist es in diesem Wie drinnen? Würde ich jedenfalls dort sehen, ja. Und vielleicht auch ein bisschen im Wo, ne? Aber ja. Genau, wie gesagt, also, das ist jetzt da einfach,
versuche gerade dieses Wissen mit dem zu verbinden, was das Systembrett ist. Ja, ja und das Sechste, um das noch vollständig zu machen, ist das Warum. Also da würde ich jetzt schon auch die Beziehung und die Verbindung sehen. Also das ist ja auch das, also ich würde mal sagen, dieses Sechste, das Warum, das ist ja genau das, was den Menschen so einzigartig macht, dass wir an diesem Warum auch denken. Und Dass dass wir wir, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir aufgrund der dargestellten Situation ein Warum und ein Wofür konstruieren können. genau, also das würde ich alles da drinnen sehen, auch das Wofür, Wozu. Zum Beispiel la die Sache mit, dass du dir vorstellen kannst, also dass du dir etwas vorstellen kannst, nicht nur zeitlich, räumlich, sondern auch ursächlich. Ja. Kannst du dir, das denkst du ja immer mit auch. Und das Schöne ist ja, das machst du mit dem Brett ja sichtbar in Wahrheit. Also entweder gehst du auch dann räumlich, zeitlich in die Zukunft mit dem Wozu, ja, oder in die Vergangenheit mit dem Warum. Das kannst du dir alles vorstellen. Ich finde es ja so schön, und das ist ja eine große Herausforderung, dieser Negativraum, ja, wo sie ja eigentlich alles abspült, wo die Beziehung dazwischen stattfindet, zwischen den Figuren. Also beim Zeichnen würde man eben vom Negativraum, dort wo eigentlich nichts ist, ja, aber dort wo nichts ist, dort sind genau unsere Gedanken und unser Fühlen. Das ist nämlich das, was nicht sichtbar ist. Und dort fragen wir hin. Ja, also im Prinzip, diese Figuren, die helfen uns nur dabei, dass sie den Raum halten, damit wir uns dazwischen reinfühlen und reindenken können. Und das ist ja genau die Qualität, die dann eine Aufstellerin oder ein Aufsteller hat, dass er dich dazu ermutigt, dorthin zu gehen, in diesen Zwischenraum. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es da gerade nicht unbedingt, weiß Gott, viel Interaktion von Aufstellerinnen oder Aufstellern bedarf. Es genügt ganz viel und ganz oft merke ich, dass das einfach Anschauen genügt. Man schaut Natürlich. hin und man fängt sofort an zu konstruieren. Und zwar fängt man an zu konstruieren aufgrund von intrinsischen Neigungen. Wenn man das sieht, dann denkt man in die Richtung und das ist ja auch das, was Handlung erzeugt. Denke mal. Genau. Also da gibt es aus dem, bin ja so ein riesen Comic-Fan, da gibt es ja da noch was sehr Schönes, nämlich den sogenannten Rinnstein heißt es. Ich schaue gerade mal, ob ich da ein schönes Bild dazu finde. Das ist im Prinzip genau das, was ich gerade beschrieben habe. Der Rinnstein, ja, da habe ich es. So, ich teile mal kurz meinen Bildschirm. Das müsstest du mir allerdings erlauben, oder? Ah, Na, habe ich schon das erlaubt. nicht? Ist schon Ist schon. erlaubt. Ich Ist schon erlaube erlaubt. ihm alles. Ja. Das ist eben ein Comic, liest du so: erstes Bild, zweites Bild. Und das, was da aber wirklich, was die Wahnsinnshirnleistung ist, ist, dass du erlebst, wie diese Figur den Hut hebt. Ja. Und das nennt man den Rinnstein dazwischen. Ja. Okay. Das ist eben, schau dir nur allein das an. Geschlossenes Auge, offenes Auge, geschlossenes Auge, offenes Auge. Und wir stellen uns vor, es wird geblinzelt. Ja. Im Englischen heißt es In-Betweener, genau, und as an Animator. Ja. Also da passiert die Animation. Genau. Und das ist genau das, was ich im Coaching und im Consulting einsetze. Also ich habe das übersetzt in meinen Business-Bereich. Ich zeige, also zu mir kommt der Klient und sagt, er steht vor einem Problem und ich visualisiere es als geschlossene Tür. Und was ich immer als erstes mache, ich zeichne ihm ein zweites Bild, wo diese Tür offen ist. Und dann frage ich ins Dazwischen, in den Rinnstein, was ist geschehen? Ja, es ist im Prinzip wie am Systembrett. Du hast zwei Figuren, du hast vielleicht den Status quo, die Lösung und die Lösung, also die Zukunft, den Zustand, der das genau,
Und das Spannende ist aber der Weg dorthin, weil den will ich ja gehen. Oder da zum Beispiel, ja, Blitz und danach kommt die Sonne. Was ist geschehen? Und da gibt es zum Beispiel diese coolen Story Dice. Kennst sicher diese Würfel, wo man würfelt, sind Symbole oben. Und da entstehen ja dauernd Rinnsteine. Das ist ja ein geniales Innovationsmittel, wenn du einfach, und das kann unser Gehirn, es verknüpft unablässig etwas miteinander. Wahrscheinlich könntest du mit nur ein bisschen Nachdenken sich entspannen, vor allem, das geht nicht mit Anstrengung, könntest du sofort eine Geschichte erzählen aus all den Würfeln, oder du könntest immer die Bilder, die nebeneinander liegen, sofort in Verbindung bringen. Manches Oder? tut vielleicht sogar sofort weh, wenn man es in Verbindung bringt eben. Ich Genau. hatte das, früher mit den Kindern dann abends beim Niederlegen, habe ich von jedem Kind, dann drei sind's, habe ich drei Wörter bekommen und die Geschichte musste diese drei Wörter halt widerspiegeln und sie haben mir das manchmal wirklich sehr schwer gemacht oder versucht. Und je abstruser die Begriffe, desto interessanter die Die Geschichte. Geschichte. Ja, war wirklich so. Ja, ich glaube, dass das Brett nicht nur und bei weitem nicht nur für Aufstellungsarbeit taugt, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, eine Art 3D-Flipchart oder auch eine Art 3D-Graphic Recording. Einfach das Mitstenografieren von Inhalten, von Gesprächsinhalten und die dann miteinander, diese Gesprächsinhalte, miteinander visuell in Kommunikation, in Korrelation zu bringen. Das ist eine völlig andere Art zu denken, weil normalerweise hast du den Begriff A, den Begriff B, den Begriff C und die hast halt dann alle mehr oder weniger parallel nebeneinander und so kannst du sie räumlich anordnen, in der Schau, Größe verändern. ich würde sagen, Georg, das ist nicht eine andere Art zu denken. Warum ich das jetzt so betone, wir haben nur eine Art zu denken, ja? Wir haben nicht mehrere Arten zu denken. Ne? Und der Punkt ist, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir kritisieren oft, wenn es jetzt um Management-Tools geht, dass wir Tools ja verwenden aus dem Industriezeitalter, wo Maschinen, Prozesse optimiert worden sind etc. und die jetzt versuchen auf Teams und Menschen anzuwenden. Und das wird zu Recht kritisiert, weil das ist genau dieses Werkzeug eignet sich nicht dazu, um auf Menschen angewandt zu werden. Beim Menschen muss man nichts festschrauben oder weißt du, was ich meine? Und das ist genau der Punkt. Wir verwenden aber auch Visualisierungstools, die auch nicht menschengerecht sind. Ja, und eben nicht denken gerecht und fühlen gerecht. Und das ist der Punkt. Da würde ich die Linie ziehen. Ich würde sagen, hey, das ist das Instrument, das dem gerecht wird, wie wir denken und fühlen. Ja, weil das PowerPoint wird dem nicht gerecht. Und das Flipchart wird dem auch nicht gerecht. Wenn Ja, du wir mir brauchen gerade, was Vorgängiges. du hast mir gerade einen Gedanken geschenkt, dass ja, selbstverständlich, die Art und Weise, wie wird früher oder wie gedacht werden musste und wie Gedanken vorbereitet werden mussten und visualisiert werden oder dargestellt werden mussten, war in einem anderen Weltenzustand. Diese berühmte VUCA-Welt, wo eigentlich nichts mehr fix ist. Und wo wir vom Kompliziertsein schon lange entfernt sind und viel mehr im Komplexsein verhaftet sind, da braucht es eine andere Form der Darstellung, weil Komplexität reagiert immer auf alle Elemente im System. Kompliziertheit ist ein deterministischer Vorgang. A erzeugt B, erzeugt D. Kann sein, dass das furchtbar kompliziert ist. Aber in einem komplexen Weltbild oder in einer komplexen Umwelt, wenn A das tut, man weiß ja nicht genau, was B dann tut. Vielleicht nichts, vielleicht all das, vielleicht ganz was anderes. Und was das Ganze für C bedeutet, ja, keine Ahnung. Wenn man das aber anders darstellt, und zwar so, dass es immer wieder weiter beweglich ist, und auch, dass dieser Rinnstein, nämlich das In-Between, das ist ja ein ziemlich genialer Gedanke, dass dieses In-Between ja mehr oder weniger beim Aufstellen, beim Darstellen, dieses In-Between
immer irgendwie gemessen und geprüft und gefühlt wird. Man stellt diese Figur dorthin, die kehrt näher hin. Wieso macht man das? Weil das In-Between nicht passt. Und also, du hast absolut cool. recht gehabt, wie du vorher nämlich gesagt hast, eigentlich ist es wurscht, wo du die Figur hinstellst. Weißt du was? Weil, weil was du ja aufstellst, ist ja nicht die Figuren. Du stellst das In-Between auf. Das ist ja der springende Punkt. Du stellst etwas auf, was nicht sichtbar ist. Und das ist ja so genial. Überleg mal, du visualisierst das Unsichtbare, ja, indem du was machst, und jetzt kommt's, es nicht zeigst, ja, das tust du nicht, sondern indem du ihm einen Rahmen gibst. Das ist ungefähr, als ob du ein Bild aufhängen würdest, du tust nur den Rahmen hin, aber was da zu sehen ist, ja, wir müssen vom Sehen weggehen, wir müssen davon reden, was da denkens- und fühlenswert ist eben. Das ist es, was wir visualisieren. Und weißt du, und das zahlt sich aus, das auszudrücken. Ja? Weil wir gesagt haben, eben, wo können wir gemeinsam auch etwas machen. Ich glaube, dass wir zwei die Sprache und die Worte dafür finden und diese Instrumente, weil das sind Instrumente, die sind nicht greifbar. Ja? Die brauchen jemanden, der sie beschreibt. Die brauchen jemanden, der sie in die Welt bringt. Weil in dieser Welt des Physischen braucht es wieder was Physisches, auch fürs Unsichtbare. Das ist ja auch so genial, dass das, was sich manifestiert, das, was fest ist hier in dieser Welt, besteht ja auch zum größten Teil aus nichts. Ja? Die sind ja voll weit auseinander, je weiter du reinzoomst, diese Atome. Ja? Mhm. Ist ja unendlich, dieser Zwischenraum, ja, dass das überhaupt fest ist alles. Wir bestehen aus viel weniger festem Stoff als aus Nichtstoff sozusagen. Und das, warum soll es denn dann anders sein, wenn es ums Denken geht und ums Fühlen und um die Information? Ja? Das ist eigentlich das Geniale dran, ja? dass man einfach das aufstellen sozusagen. Lieber Harald, danke für deine Gedanken.